Herzlich willkommen beim Service Facility Service Manager. Was geht denn hier ab? So. Als erstes Q. Und schon sind wir aufgeladen. Also so wie die. Hä? Ah ja. So wie die Engine das hier gerade macht, sieht das richtig geil aus. Warte mal, ich muss mal wieder ein Stück leiser machen. 3 Dezibel nur, aber das sind 3 Dezibel. Sieht das so schön staubig und dreckig aus. Also, sehr geil. Wenn nicht abhauen! Jetzt geht's aber los hier. So, jetzt gib mir deinen Arm. Hier ist nix. Schade. Harpunenspitzen? Die sind bestimmt teuer im Verkauf. Open your mind. System offline. Please see ticket agent. Aber ist mir hier Bioshock oder was? Ja, kann ich. Ich fühle mich gerade echt wie ein Bioshock. Entschuldige. Credits. Welcome, bienvenue. Was bist du hier? Titan Station Elementary. Was ist die Schule? Ach du Scheiße. Holleran Transitknoten. Was haben wir hier für? Den können wir noch nicht nutzen. Schade. Fine Candies. Oh, Süßigkeiten direkt neben der Schule. Was eine Möglichkeit. Oh Mann. Wie du siehst, ich kann sogar Körper gegen Körper schmeißen. Isaac, leben Sie noch? Wir können reden. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sagen Sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh, Scheiße, Sie haben mich gefunden. Fett. Oh, Scheiße.
Scheiße, jetzt muss ich hier jeden zerdappen, weil überall Zeug drin ist mit Munition. Ist das ätzend. Und wenn das auch noch... war. So wie das nämlich aussieht. Dann ist das natürlich nicht Sinn der Sache. Aber liebe Entwickler, sowas bitte nicht. Erwachsene Tote ist was anderes. Ja. Das ist sowas, wo ich sage, geht nicht. Vor ein paar Jahren, in Anführungsstrichen, Imbissbereich Galdini. Wartetal. Marzahn? Berlin? Also, vor ein paar Jahren, in Anführungsstrichen, hätte ich jetzt direkt das Spiel aufgegeben. Wenn Kinder dabei sind, ist es für mich vorbei. Damals. Heute geht's. Nee, aber ja, von mir aus. Meine Stimme ist heute etwas leise. Nee, ich rede heute leiser. Ich mache aber gerne das Spiel. Ich rede gerne lauter. Ich war, wie heißt es schön? Ich war gerade in Gedanken. I'm so sorry. So, hier runtergeladen. Energieknoten, Stace Pack. Super, was haben wir denn an Bord? Strahlenmuni können wir verkaufen. Plasma-Cutter? Nein. Auch verkaufen. Auch verkaufen. Was haben wir hier? Haltleiter Rubin. Verkaufen. So, dafür haben wir 2500 Eier. Was haben wir an Lager? An Lager haben wir die... jupp. Guck mal hier, den können wir kaufen. Was kostet noch eine? 10 Mille. Stasis Pack. 2,5. Kaufen wir mal 2 Stück. Wir wissen nie. Welchen habe ich denn eigentlich im Moment an? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Haben wir nicht den klassischen an? Blutig? Nee. Wenn ich mir den aber angucke, dein Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Was denn der? Ein Tausender? Komm, den nehmen wir. Wir ziehen uns mal kurz um, auch wenn der Anzug hier richtig geil ist. Also so ist es ja nicht. Aber wir machen jetzt mal den dicken Anzug an. Hex, Hex! Nicht der schon, den wir haben? Bin ich jetzt doof? Ja, ich war doof. Der hier ist besser. Ach Mann. Geschmiedet. Plus 15% Heilung bei der Benutzung von Medipacks. Dein Rig behält das höchste Upgrade. Was haben wir hier? Plus 10%, 15 Slots und 15%. 15 Slots, 15. Eigentlich der hier. Was mache ich denn jetzt für einen Scheiß? Ach Leute. Warum muss man sowas anfangen? Ich würde gerne am Unreal Tournament. Skin, Farbe, alles andere ist gleich. Hört doch auf mit sowas. Guck mal, der sieht doch genauso aus. Naja, nicht ganz. Nicht Gold, sondern Grau. Oh.
Jetzt bleiben wir dabei. Es reicht jetzt. Spiel Raider. Sonne. Oh, das war schnell. Nolan Stross. Er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Ist ja irgendwo eine Disco? Uts, 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 uts. Sportsbar. Nein, Fitnesscenter. Ah, alles klar. Was ist denn das? Achtung, hier spricht direkt. Ich wollte, Sightseeing-Tour. Das ist so typisch. Mhm, Telekom-Farbe, ja? Telekommunikationsfarbe. Mhm. Okay. Bold Stylings. Ein Friseur. Ja, geil. Entschuldigung. Textlock gefunden. Schicke Frisuren hier. Oh ja. Was haben wir denn noch? Yep, it's awesome. Oh, yeah. Oh. Geld. Geld brauchen wir immer. Shopping Center, Lightspeed. Ja, ja, ich weiß. Was machst du da? Komm mal daher. Da. Der da labert da hinten. Nee, da gehe ich schon nicht rein. Wir machen noch ein bisschen Sightseeing-Tour. China Restaurant. Boah, jetzt krieg ich Hunger. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Wo war das denn jetzt? Achtung! Ah, was für riesen Bildschirme. Ist ja unfassbar. Ein zweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Alle Bürger haben die Station. Gibt es hier keine Treppe runter, damit man da unten nochmal gucken kann? Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Altmanns Fußstapfen, eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wie die Kinder des Markers sind die repressiven, unumwundenen Earthgov-Angriffe auf unser Recht auf Religion. Oi. Hallo? Also wie immer, erstmal abreisen.
Au! Au! Oh, vom Aufzug warten ist schon geil. Discover your potential. Das sieht aber auch hier so komisch aus. Ein wunderschöner Morgenstern. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Ah! Richtig. Church of Unitology. Was? Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Ach was, wer will schon hierher? Also ich bin ja nicht gläubig. Gib mir mal das Buch. Alter! Muss ja noch aufpassen, wo sie hinschießt. Das gibt's nicht, oder? Warum sagt mir das keiner? Scheiße. Nochmal so ein Ding. So, siehst du, das hast du nun gefunden. Meatbolzen. Okay. Können wir verkaufen. Nein, ich möchte dir nicht zuhören. Ich möchte aus diesem Sektenhaus raus. Tanz zwischen meinen Beinen. Was haben die denn? Wieso haben die Mützen über ihren Köpfen? Oh. Entschuldigung. Was? Komm ja schon. Kommt mit mir. Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Ach! Sehen Sie! Sehen Sie! Ich
Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Sehr nett, dass man das endlich mal erklärt bekommen, was wir im ersten... Okay. Wer das hier okay. sieht, sollte aufpassen. Ja, ist gut jetzt. Man kann mit Chinesen Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Hallo? Das Problem ist nur immer wieder, wenn wir so ein Ding hier mitnehmen, das ist ja ganz toll, dass wir sowas mitnehmen können. Aber dann haben wir keine andere Möglichkeit. Das heißt, also, ich kann da nicht Wege nachkontrollieren oder sonstiges. Abfallpresse. Achtung, extreme Gefahr. Haben wir einen Speicherpunkt? Okay, das ist noch zu. Aber das ist sehr interessant. Also das ist halt echt blöd. Man muss halt immer alles hinlegen. Lebendig oder warum hat er sich bewegt? Es tut mir echt leid, das ist verdammt laut. Warte mal. Wo bist du jetzt hingefallen? Sag mal. Dann halt so. Egal. Das Ding ist weg. Ist das jetzt aufgesaugt oder was? Eieiei. Energiekanone. Gut, können wir drauf. Wir haben immer noch 12 Uhr. Seit 2 Stunden. Gestern schon 2 Stunden. Heute 2 Stunden. Ah! Speicherpunkt. Ist das geil. So, jetzt mache ich mal leiser. Aha. Kommt der Müll? In die Schwerelosigkeit. Okay. Keine Schwerelosigkeit. Geht da runter. Und wird dann... Blatt gedrückt. Okay. Dann sehen wir es nicht mehr. Nun gut. Nun gut. Gehen wir mal in die Werkbank. So. Doktor der Physik dort. Quatsch. So, wir haben 2 Knoten. Kapazität. Nachladen wird schneller. Was haben wir hier? Tempo. Eigentlich hätte ich gerne mehr Schaden. Kann ich aber nicht machen, weil ich muss erst den machen. Das heißt, das braucht insgesamt 3 Knoten. Das ist schon eigentlich fies. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Jetzt habe ich keinen mehr für den hier. Das ist fies. Ach, warte mal. Ich wollte gucken, was mein Rick macht. Bergmann, geh nochmal auf, bitte. Mein Rig sollte eigentlich laut Beschreibung voll ausgestattet sein. Alles klar. Von wegen.
Von wegen voll ausgestattet. Aber er sieht geil aus. Na klar, ich gehe da rein und dann kommt hier irgendein Zombie, drückt hier das Knöpfchen und ich mach dann. Nee. Aber okay. Alter, hampel nicht hier rum! Spitze hier. Das funktioniert echt. Okay, das ist ein bisschen schwer, aber funktioniert. Schling. So. Hat noch irgendwas zu mitnehmen? Jetzt nicht. Alter Schwede, was ein Dreck. Kein Wunder, dass wir hier die Hausdamen haben, damit die abends um 18.30 Uhr sich mal kurz hier durchwischt. Eintritt Schwerelosigkeit. Drücke Alt. Starten und landen. Das haben sie neu gemacht. Was soll ich jetzt darüber? Geil. Was war das? Und halt. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Was haben wir denn? Moment. Nach oben? Nee. Geh jetzt erstmal nach unten. Da ist doch jemand gelaufen. Hä? Wieso sind wir schon wieder hier? Eintritt Schwerelosigkeit. Willst du mich gerade verarschen? Ein Energieknoten. Komm mal runter von deiner Geld. Energiekanonenzeug. Also eigentlich. Ich soll da rüber. Okay. Hat eben ausgesehen, als wäre das oben und unten. Na klar, nehm ich das mit. Na, ist euch auch schon schlecht. Ups. Stoß dir nicht den Kopf. Das war eine Leiche.
offen? Ihr wollt jetzt echt, dass ich da rein soll? Habt ihr Lack gesoffen? Die Ventilatoren aus dem ersten Teil. Vielen Dank. Was? Rick ist voll? Ja, okay, mit dem ganzen Scheiß hier. Das ist kein Wunder. Doch gar nicht, wo wir lang gehen. Kennt ihr den Spruch? Gibt es eine größere Taschenlampe? Mit mehr Wissen? Schnauze! Hals, Maul! Weg da! Naja, ich meine, der Kopf ist schon mal ab. Energiesperre aktiviert, überbrücken. Ja, gerne. Ein Knoten, ja, muss ich halt. Was soll man machen? Mal gucken, was drin ist. Boah. Isaac. Ich werde schon wieder gerufen. Okay, wir müssen leider Gottes ablegen. Oh, hör dir das doch mal an, wie sie alle Eisen. Was? Ich wollte schon sagen, jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Hoppla, entschuldige. Das war ein Shop, der ist im Arsch. Scheiße. Na, siehst du, so kriegt man schnell einen wieder. Aufgabe erfüllt. Kerzen auf dem Boden. Ach, du ahnst es nicht. Ich wollte schon sagen, jetzt werde ich hier begrüßt.
Textlog. Marian, ich werde dieses Log hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Ja. Das ist wie so eine Sekte hier. Was ist denn? Isaac. Ja, ich hab's gehört. Ja! Bill. Nicht schon wieder! Oh. Au, was? Wo? Nerven so. Du nervst. Es wird schon von einem Mann gerufen. Von einer Frau ist es ja kein Problem. Also, komm her ins Bett. Aber nicht in dieses Blutverspiel. Hast du deinen Tag gehabt? Nein. Alles gut. Das Ritual hier auf dem Fußboden. Hast du Knall? Im Bad? Oh. Alles Verschwörung. Was? To join in to survive. Ach, den kann ich nicht mitnehmen und euch an den Kopf schmeißen. Hell yeah! Vielen Dank für den neuen Sub 44 Monate! Dankeschön, ihr Boo! Boo! Wie du das erste Mal gespielt hast, dass man die Körperteile. Ja, wird aber erklärt, dass du auf die Arme schießen sollst. Shoot their limbs. Schieß die Arme. Und das ist auch ganz gut. Erst linken Arm, dann rechten Arm, dann geht das. Oder linken Arm, Kopf, geht auch. Alter Schwede, warum? Geht nicht. Schade. Ich soll da rein? Nee, ich geh jetzt erstmal hier. Hab's noch nie drauf geachtet. Ja.